Heute geht es um die mündliche Abiturprüfung in Deutsch. Willkommen zurück, Abiturathleten. Mein Name ist Leo Eckel und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du durch Top-Abiturprüfungen zu deinem Traumnotenschnitt kommst. Einige, wenn nicht sogar relativ viele von euch haben angefragt, ob ich ein Video zur mündlichen Abiturprüfung in Deutsch machen kann. Und das Problem ist, dass wir in Bayern gar keine klassischen mündlichen Abiturprüfungen in Deutsch haben. Aber was gut war, ist, dass man bei uns Nachprüfungen machen kann und da muss man Deutsch auch mündlich machen. Und so konnte ich noch Rücksprache mit einer halten, die letztes Jahr diese Nachprüfung gemacht hat und die auch mit 14 Punkten bestanden hat. Und ich habe mit ihr ein wenig Rücksprache gehalten, habe ihre Tipps genommen, habe mir auch überlegt, wie habe ich eigentlich damals in Deutsch immer so richtig gute Mitarbeiten bekommen. Also ich habe wirklich 14, teilweise 15 Punkte in Deutsch im Mündlichen bekommen. Einfach nur, weil ich mich so gut auf das Thema eingelassen habe. Und aus diesen beiden Tipps so kombiniert, habe ich jetzt für euch die besten 5 Tipps für eure mündliche Abiturprüfung in Deutsch fusioniert, sozusagen. Und die teile ich jetzt mit euch. Worum du natürlich auch in der mündlichen Abiturprüfung nicht rumkommst, ist es, die wichtigsten Personen zu kennen, die wichtigsten Werke zu kennen und auch die wichtigsten Zeitphasen zu kennen oder auch Epochen genannt. Das bedeutet, wenn jemand zu dir Goethe sagt, dann solltest du ihm vielleicht Werk zuordnen können und du solltest ihm vielleicht auch einer Epoche oder mehreren Epochen zuordnen können. Genauso, wenn du eine Epoche hörst, solltest du daraus vielleicht ein paar Werke kennen und vielleicht auch ein paar Künstler. Und wenn du ein Werk hörst, was ihr vielleicht sogar im Unterricht besprochen habt, dann solltest du natürlich auch den Autor davon kennen und genauso, in welche Epoche das Ganze einzuordnen ist. Musst natürlich nicht bei allem alles perfekt auswendig wissen, das glaube ich erwartet auch niemand von dir, aber speziell die Dinge, die ihr vielleicht im Unterricht besprochen habt, je nachdem wie es in eurer Abiturprüfung ist, dass da der eigene Lehrer, der dann auch der Prüfer ist, die Aufgaben stellt, wenn das nicht der Fall ist, ist es nicht so wichtig, was ihr im Unterricht besprochen habt, aber dass du einfach die Hauptdinger kennst und mit denen einfach umgehen kannst, weil wenn du das nicht drauf hast, dann bringen die ganzen Tipps jetzt im Nachhinein auch gar nicht so viel. Die bringen auch noch einiges, weil du so auch einiges noch rausholen kannst. Aber es ist natürlich viel schöner, wenn du im Prinzip das ganze Handwerkszeug einfach parat hast und dann kannst du auch viel, viel bessere Leistungen erzielen. Mein zweiter Tipp ist jetzt sozusagen dazu da, diesen Widerstand, den viele gegenüber des Faches Deutsch haben, ein wenig zu lösen. Weil viele sagen, Deutsch, was hat Deutsch mit meinem Leben zu tun? Deutsch, das sind irgendwelche Werke und irgendwelche Leute, die irgendwas geschrieben hat und irgendwelche Texte, die keinen Sinn ergeben und Dinge eine Interpretation haben sollen und auf die ich niemals kommen würde und ich habe keinen Bock und das ist alles so kacke und das interessiert mich nicht. Und deswegen, das Allerwichtigste in Deutsch allgemein und vor allem dann auch für die mündliche Prüfung, ist es einfach, dass du dich im Prinzip so als ja, Literaturkenner fühlst. Also versuche wirklich einfach eine Begeisterung für die Sätze, für die Worte selbst zu bilden, auch für die Interpretation, für die Epochen. Es muss dich ja nicht wirklich interessieren. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Man denkt immer, die Dinge in der Schule, damit ich motiviert bin, müssen mich wirklich interessieren, also so richtig in meinem echten Leben. Aber das ist in meinen Augen gar nicht der Fall. Man kann sich fast schon künstlich, wenn man sich mit diesem Fach beschäftigt, dafür interessieren. Einfach nur, okay, jetzt habe ich das Fach schon, dann gucke ich doch mal, was ich in diesem kleinen Rahmen einfach alles so entdecken kann, experimentieren kann und wie ich mich da im Prinzip auch selber ausleben kann. Und das kann man in meinen Augen in Deutsch richtig, richtig gut. Weil du kannst deine eigene Interpretation bilden, du lernst ein bisschen was über Epochen und wie Menschen vielleicht damals gedacht haben, du lernst vielleicht auch an den Autoren ein paar verrückte Vögel kennen und keine Ahnung, lass dich einfach darauf ein und versuch es wirklich so auch gerne mal einfach so textkritisch zu sehen. Also wenn dir da jetzt ein so besonderer Text von einem ach so tollen Künstler vorgelegt wird, dann studier doch einfach mal und sagst, naja, das hätte doch so und so besser machen können. Und versuch dich wirklich in diese Person reinzuversetzen, die sich für Literatur interessiert und dann wirst du einfach viel, viel motivierter sein, das Ganze zu machen, weil es irgendwie dann auch Spaß macht, sich künstlich in diese Rolle reinzuversetzen. Das wird dir dann noch ideal helfen, den dritten Punkt umzusetzen und zwar Gefallen am Interpretieren zu finden. Das ist einer der Punkte, die, glaube ich, mich letztes Jahr von den meisten meiner deutschen Mitschüler unterschieden hat. Und zwar, dass so viele gesagt haben, was sollen diese scheiß Interpretationen? Die ergeben keinen Sinn, ich finde keine Interpretation und selbst wenn ich es interpretiert habe, check ich immer noch nicht, was mit meinem Leben zu tun haben soll.
Und ich hatte immer Spaß daran, unabhängig von diesen drei Dingen, ob das einen Sinn gemacht hat oder ob das was mit meinem Leben zu tun hatte oder was auch immer. Ich hatte einfach Spaß daran, diese Texte zu interpretieren. Ich fand es einfach lustig, wie jemand was total Abstraktes schreiben kann und man dann theoretisch sieben verschiedene Arten hat, wie man das Ganze aufs echte Leben ummünzen kann. Und ich muss sagen, wenn man das dann vor allem auch auf seine eigene Weise gemacht hat, dazu kommen wir auch gleich, wenn du es gut interpretiert hast und dann einfach eine ja wirklich auch schlüssige Interpretation am Ende rauskommt, dann kann man das eben meistens schon auf das Leben ummünzen und dann hat das meistens auch irgendwas mit deinem Leben zu tun, wenn, ganz wichtig, wenn du dich darauf einlässt. Deswegen Tipp 2 eben, fühl dich wirklich wie so ein Literaturkenner, der wirklich aus diesen Schriften auch was lernen will und was ziehen will und irgendwie auch was Neues entdecken will und eine neue Perspektive sich einholen möchte. Und dann, wenn du dann noch Gefallen am Interpretieren findest, wirst du einfach viele Dinge finden, die du auch auf dein eigenes Leben ummünzen kannst. Bedeutet nicht zwangsläufig, dass du dir da Lebenstipps holst. Darum geht es nicht. Aber einfach nur eine neue Perspektive. Hey, interessant, wie die damals vor 200 Jahren gedacht haben. Oh, interessant, das vor 150 Jahren hat ja irgendwie auch jetzt noch zur heutigen Zeit Parallelen. Und das ist doch dann irgendwie total cool. Den vierten Punkt habe ich hier gerade schon ein wenig angeteasert. Und zwar lautet der: Entwickle deinen eigenen Stil. Entwickle deinen eigenen Stil. Ich habe vor allem in der Mitarbeit in der Obenstufe sehr oft meine eigenen Interpretationen gebracht. Und ihr merkt schon, die ganzen Tipps sind ineinander verwoben. Das ist ganz, ganz entscheidend. In dem Moment, wo du deinen eigenen Stil entwickelst, dir erlaubst, deine eigene Persönlichkeit in die ganze Interpretation reinzubringen, in das, was du sagst, wirst du automatisch mehr Gefallen am Interpretieren finden. Du wirst mehr interpretieren, du wirst noch mehr auf deine eigene Art und Weise interpretieren, wirst mehr Dinge herausfinden, die dann für dich schlüssig sind, die dementsprechend mehr mit dem Leben und schlussendlich vielleicht auch mit deiner eigenen Situation zu tun haben. Und dann wirst du einfach viel mehr Spaß daran haben, es wird wieder schlüssiger sein, du wirst es noch besser rüberbringen können, was dann auch schon wieder zu Tipp 5 überleitet. Und zwar lautet der, dass du nicht versuchen sollst, versuch niemals in Deutsch etwas Richtiges zu sagen. Was meine ich damit? So viele versuchen, sowohl im Schriftlichen als auch im Mündlichen in Deutsch, versuchen sie irgendwas zu sagen, was in ihren Augen richtig ist, weil man das von den anderen Fächern so gewohnt ist. Beispielsweise Mathe. Da gibt es halt einfach ein Ergebnis und das ist richtig. Keine Diskussion. In Biologie, wenn du über irgendeinen Prozess gefragt wirst, der läuft einfach so und so ab und wenn du das nicht verstehst, dann hast du nicht verstanden. In Englisch heißt das eine deutsche Wort auf Englisch übersetzt einfach diese eine Sache. Und wenn du da ein falsches Wort sagst, dann ist das Wort einfach falsch. Aber Deutsch ist ja eben aufgrund der ganzen Interpretation auch so demjenigen überlassen, der das Ganze macht. Und deswegen versuch in Deutsch nicht, dass du eine richtige Antwort gibst, weil die gibt es meistens gar nicht so konkret, sondern versuch deine eigene Sichtweise, wieder wie aus dem vierten Tipp, deine eigene Sichtweise so überzeugend wie möglich darzustellen. Und das ist genau dieser Punkt. Wenn du es schaffst, wir gehen jetzt nochmal alle Tipps durch, wir gehen nochmal alle Tipps durch. Wenn du es schaffst, dass du dein Handwerkzeug hast, du hast dein absolutes Handwerkzeug, du verstehst die wichtigsten Autoren, die wichtigsten Werke, die wichtigsten Epochen, siehst dich dann noch als Literaturkenner, lässt dich also voll drauf ein, hast dann noch Gefallen am Interpretieren, also interpretierst auch wirklich gerne, dann bist du auch noch, schaffst du es auch noch, deinen eigenen Stil gewissermaßen zu entwickeln, was dich wieder noch mehr motivieren wird zu interpretieren. Und dann versuchst du als fünften Tipp beim Interpretieren auch nicht zwangsläufig was Richtiges zu sagen, sondern eben deinen Stil aus Tipp 4 möglichst anschaulich rüberzubringen. Und das ist das Entscheidende in Deutsch. Es geht nicht darum, dass du die eine Sache sagst, die zwangsläufig der Lehrer hören möchte, sondern es geht darum, dass du die Sache, die für dich in diesem Moment, an dieser Textstelle am schlüssigsten ist, dass du die so darstellst, dass der Lehrer sagt, ja, macht eigentlich Sinn, finde ich gut, cool, dass er selber nachgedacht hat. Und das ist das Entscheidende, das war auch der Grund, warum ich in Deutsch einfach immer so gut war, weil ich nie versucht habe, es dem Lehrer recht zu machen. Ich habe auch nie gegen den Lehrer gekämpft, ganz entscheidend, das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Ich habe es nie versucht, dem Lehrer recht zu machen, sondern ich habe versucht, meine Sichtweise so gut wie möglich darzustellen. Und das überzeugt dann auch die Lehrer, weil es einfach zeigt,
dass du nicht versuchst, wie in allen anderen Fächern, irgendwas nachzusagen, sondern du strengst deinen eigenen Kopf an, du bringst eigene Sichtweisen rein und schaffst dann auch noch, die so zu präsentieren, dass die dein Gegenüber überzeugen. Und das ist einfach das absolute Optimum in Deutsch. Ich hoffe, dass ihr über diesen ganzen Weg mit den 5 Tipps, die ich euch gerade gegeben habe, wirklich zum absoluten Deutschprofi werdet, euch vielleicht sogar wirklich auf eure mündliche Deutschprüfung freut, weil ihr einfach interpretieren könnt, weil ihr einfach ein bisschen diskutieren könnt, ein bisschen eure Sichtweisen reinbringen könnt und euren Lehrer überzeugen könnt. Das würde mich mega freuen und schreibt mir doch bitte mal den wichtigsten Tipp unten in die Kommentare. Den Tipp, den ihr am allergeilsten fandet, das würde mich mega freuen. Oh. Ansonsten klassisches YouTube-Spiel, liken, abonnieren, was man noch so machen kann. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Ich glaube an euch. Euer Leo. Used to throw me curveballs in the hallway. Now I go yard, fuck what y'all say. And bitch, I go hard, fucking off day. One way, so I never go the wrong way.